Ja, in der heutigen Sitzung werden wir uns mit fiktionalen Objekten und virtuellen Realitäten befassen. Aber wie immer gibt es einen Rückblick auf die letzte Sitzung. Und in dieser Sitzung hatten wir uns mit Peter van Inwagen und mit Kit Fine befasst. Das sind gegenwärtige analytische Philosophen aus dem angelsächsischen Raum. Der linke ist Peter van Inwagen, der rechte ist Kit Fine. Und ich mache oben rechts einen Link zu einem Vortrag rein, auch im YouTube-Video von Peter van Inwagen, über das Thema Freiheit. Und diesen Vortrag hatte ich an der LMU München vor einiger Zeit gehalten. Was haben diese beiden Denker jetzt über Existenz gesagt? Wir haben uns folgende Fragen gestellt. Was versteht Peter van Inwagen unter Composition? Inwiefern existieren nach van Inwagen Tische und Steine nicht? Das behauptet er nämlich. Worin besteht die ontologische Auszeichnung von Leben? Und zu Kit Fine haben wir uns gefragt, inwiefern existieren nicht existierende Dinge nicht? Inwiefern führen nach Kit Fine nicht existierende Dinge ein Double Life, ein Doppelleben? Das waren die Fragen. Und jetzt gehen wir erst auf Peter van Inwagen kurz ein. In seinem Buch Material Beings hat Peter van Inwagen eine ganz zentrale These entwickelt, nämlich eine These der Komposition. Das betrifft die Frage, wie materielle Dinge zusammengesetzt sind. Und er vertritt jetzt die These, dass materielle Teilchen nur dann ein Einzelding, eine Substanz bilden, die existiert, wenn diese Teilchen durch das Prinzip des Lebens geeint sind. Daraus folgt eben die kontraintuitive These, dass künstliche Substanzen wie Tische und Stühle, die er Substances Existing by Art nennt, aber auch Substances Existing by Chance, also kontingent zufällig existierende Dinge wie Steine und Holzstücke, dass die nicht eigentlich existieren, da sie von ihren materiellen Teilchen nicht durch das Prinzip des Lebens strukturiert sind. Also Existenz und Leben werden bei van Inwagen aufs Engste aufeinander bezogen. Leben ist eine ganz besondere Form von Existenz. Und jetzt sagt van Inwagen, Tische und Steine, obwohl sie nur uneigentlich bzw. metaphorisch existieren, können so existent genannt werden, wie wir davon sprechen, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Aber wir sagen ab und zu im Alltag, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und genauso können wir nach van Inwagen auch davon sprechen, dass Dinge wie Steine und Tische existieren. Was ist jetzt der Grund davon, dass sie nicht so existieren wie Lebewesen? Lebewesen, die tragen ihr Identitätsprinzip in sich. Und sie sind durch Regeneration, wie zum Beispiel eben die Heilung von Wunden und die Nachbildung von Stoffwechsel ausgezeichnet. Dadurch zeichnen sich eben Lebewesen aus. Sie haben ein ganz besonderes Existenz- und Identitätsprinzip und das haben jetzt Steine und Tische nicht. Das ist die ja, etwas provokative These von Peter van Inwagen, aber er hat gute Argumente dafür, Existenz so streng zu fassen und Existenz irgendwie auch an Identität ganz streng zu binden. Das ist seine These und jetzt kommen wir noch auf die These von Kit Fine zu sprechen bezüglich Existenz. Dieser Philosoph unterscheidet jetzt bezüglich nicht existierender Gegenstände verschiedene Positionen, die er nennt Platonismus, Empirismus, Literalismus, Kontextualismus, Internalismus und Externalismus. Das sind seine Positionen und jetzt wollen wir uns die mal genauer anschauen. Also die Frage ist eben die, wie existieren fiktive oder allgemeiner gesagt nicht existierende Gegenstände? Mit fiktiven Gegenständen werden wir uns jetzt in dieser Sitzung noch näher befassen. Der Platonismus, das ist die These nach Fein, dass nicht existierende Gegenstände, wie zum Beispiel Fiktionen, nicht von physischen oder psychischen, empirischen Vorgängen abhängen, sondern notwendigerweise existieren. Dem entgegengesetzt ist der Empirismus, der besagt,
nicht existierende Gegenstände wie Fiktionen sind von der empirischen Realität ihres Erfinders, der Erfinderin abhängig, psychologisch und empirisch und existieren daher nur kontingenterweise. Weitere Position ist der Literalismus. Fiktive Gegenstände wie zum Beispiel Sherlock Holmes haben ihre angedichteten Eigenschaften wirklich und an sich, also im wörtlichen Sinne, so wie es da in einem Buch steht, literal, ja, wörtlich. Der Kontextualismus dagegen sagt, fiktive Figuren wie Sherlock Holmes haben ihre angedichteten Eigenschaften nur im Kontext der Erzählungen, in denen sie auftreten. Also Kontextualismus ist ein Relativismus, sozusagen Existenz und Eigenschaften nur eben in der Fiktion, im Raum der Fiktion. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie existieren Fiktionen, Erzählungen, welchen ontologischen Status haben die? Eine weitere Position, die er ins Spiel bringt, ist der Internalismus. Fiktive Gegenstände wie Sherlock Holmes werden durch ihre internen Eigenschaften individuiert und diese Eigenschaften besitzen sie im Kontext, in denen sie erscheinen. Sie sehen gleich, das ist ganz ähnlich wie der Kontextualismus, weil es um den Zusammenhang geht, in dem eben die fiktive Figur ihre Eigenschaften besitzt oder nicht. Wir haben nach dem Internalismus nur innerhalb dieser Kontexte Zugang zu diesen Eigenschaften. Dann gibt es noch den Externalismus, natürlich entgegengesetzt dem Internalismus. Der Externalismus besagt, fiktive Gegenstände wie Sherlock Holmes können nicht durch interne, innerfiktionale Eigenschaften, sondern nur durch externe, außerfiktionale Eigenschaften individuiert und bestimmt werden. Wir können nur durch die äußere, wirkliche Welt, die externe Welt, wirklichen Zugang zu den Eigenschaften des Gegenstandes haben, wie die psychologische Beziehung etwa des Autors zu seinem Werk. Das ist jetzt natürlich sehr ähnlich dem Empirismus im Gegensatz zum Platonismus. Das führt jetzt Kit Fine zu der These, dass fiktionale Gegenstände, wie eben die Figur des Sherlock Holmes, ein doppeltes Leben, ein Doppelleben, ein Double Life führen. Auf der einen Seite haben fiktionale Gegenstände ihre Eigenschaften nur in den Kontexten, also Fiktionen oder Geschichten, in denen sie auftreten. Auf der anderen Seite sind sie auch mit der wirklichen Welt verbunden. Sie sind durch ihre Autorinnen und Autoren erschaffen worden. Wir werden später noch sehen, dass es die Position des Kreationismus ist, hinsichtlich der Ontologie von fiktiven Gegenständen. Und die fiktiven Figuren werden durch die Leser rezipiert und vor dem geeigneten geistigen Auge erschaffen. Also jede Leserin, jeder Leser, wenn sie jetzt ein Buch liest, zum Beispiel Sherlock Holmes, dann erschafft sie gewissermaßen diese Figur vor ihrem geistigen Auge und sie trägt, sie erzeugt durch die Einbildungskraft diese ganze fiktionale Welt. Ohne den Leser könnte man sagen, nach dieser Position, er würde Sherlock Holmes gar nicht existieren durch irgendeine Rezipientin, die den Sinn versteht und die sich diese Welt vorstellen kann durch Imagination, durch Einbildungskraft. Das ist also diese doppelte Existenz von fiktiven Gegenständen. Und wir sehen, fiktive Gegenstände hängen ganz eng mit anderen spannenden Fragen bezüglich der Existenz zusammen. Vor allem mit solchen Fragen wie unmögliche Gegenstände, die wir bei Alexius Meinong kennengelernt haben. Ich mache oben rechts auch nochmal einen Link zu dieser Sitzung. Und aber auch zu virtuellen Realitäten, mit der wir es in der heutigen Sitzung dann zu tun bekommen werden.